Hey, heute zeigen wir euch, wie ihr ganz einfach Solitär spielen könnt. Alles, was ihr dafür braucht, sind ein Deck Karten mit 52 Karten ohne Joker und einen ganz normalen Tisch. Der erste Schritt ist ganz einfach. Ihr müsst einfach nur kurz die Karten mischen, sodass alle gut durchgemischt sind. So, jetzt zeigen wir euch, wie man die ganzen Karten auflegen muss. Die erste Karte wird aufgedeckt. Danach werden 5 nicht aufgedeckte Karten gelegt. Die nächste Karte wird wieder aufgedeckt, auf dem zweiten Stapel. Danach werden 4 nicht aufgedeckte gelegt. Die nächste Karte, ihr ahnt es schon, wird aufgedeckt. Danach werden 3 nicht aufgedeckt. Und aufgedeckt. Nicht aufgedeckt, nicht aufgedeckt. Aufgedeckt, nicht aufgedeckt. Und aufgedeckt. So, jetzt haben wir alle Karten aufgedeckt und hingelegt, so wie sie sein müssen. Der Sinn und das Ziel des Spiels ist es, am Ende alle Karten zu sortieren. Die Asse werden später hier oben aufgelegt, so dass man dann die anderen Karten in einer Reihenfolge von 2 bis zum König darauf legen kann. Dann fangen wir einfach mal an. Asse werden, wie ich schon gesagt habe, immer nach oben gelegt. Die Karte, die unter dem Ass liegt, war jetzt halt umgedreht, darf aufgedeckt werden, weil nichts mehr diesen Weg versperrt. Das hier ist das Pik Ass. Die Pik 2 kann auf das Pik Ass. Jetzt können wir auch schon wieder die nächste Karte umdrehen. Wie ihr seht, haben wir leider nichts mehr in Pik, was wir jetzt da oben auf das Ass legen können. Wie es weitergeht? Ganz einfach. Wir können diese 6 hier, es ist eine rote Karte, auf die schwarze 7 legen. Unten, also hier, wird immer absteigend sortiert. So, jetzt seht ihr gerade nichts anderes. Der nächste Spezialeffekt vom König ist, ihr könnt ihn immer auf freie Felder legen. Es gibt maximal 6 Felder. Das ist wichtig, das müsst ihr beachten. So, der König ist weg. Wir können eine Karte umdrehen. Auf den König können eine rote Dame und, erstmal umdrehen, ein schwarzer Bube. So, jetzt können wir noch die 5 legen, da diese auf die 6 passt. Umdrehen nicht vergessen. Und die 10 auf unseren Buben. Wenn gar nichts mehr geht, wie jetzt, müssen wir unsere Handkarten nutzen. Es müssen immer 3 Handkarten so aufgedeckt werden. Die oberste Karte könnten wir jetzt, was auch möglich ist, legen. So, die nächste Karte ist ein Ass. Die können wir auch legen, weil Asse müssen immer nach oben. So, die 8 sieht nicht so aus, als könnten wir sie legen. Dann werden die nächsten 3 Handkarten gezogen. Diese werden jetzt auf die 8 gelegt. Wir haben eine 9, die können wir nicht legen. Und die 10 dürfen wir nicht benutzen, weil die von der 9 verdeckt wird. So, die nächsten 3 Karten, eine 2 in Herz. Können wir leider auch nicht legen. Die nächsten Karten, 10 in Herz, die können wir legen, da sie eine rote 10 ist und unter den Buben passt. Nun werden die nächsten Karten aufgedeckt. Eine 3 in Pik, die passt perfekt. Die 9 können wir auch legen, unter unsere 10. So, was jetzt möglich ist, seht ihr die 8 dort? Die passt doch eigentlich hier drauf. Was wir Cooles machen können, sind ganze Stapel verheben. Das heißt, wir nehmen die 8 und die 7 und legen diese jetzt unten auf die 9 und die 10, die wir hier haben. Jetzt ist der Stapel schon weiter und wir haben wieder ein freies Feld. Die 4 passt zudem noch oben auf unser Pik Ass mit der 3. Genauso wie die 5. Und umgedreht wird die Karte. Eine 7. Cool. Dann geht's auch schon weiter mit dem Aufdecken. Wir haben eine 6, die passt doch. So, weiter? Leider nicht. So, jetzt haben wir eine 4. Was wir als nächstes machen können, ist die 5 hier runterlegen, um die 4, die wir gerade eben gezogen haben, anzulegen. Damit haben wir wieder eine Karte weniger in unserem Handstapel. Die 9 passt ganz einfach unter die 10. Sonst sieht es für mich gerade nicht so aus,
als könnten wir noch etwas sehen. Es werden wieder weitere Karten aufgedeckt. Und nochmal. Und ein weiteres Mal. Oh, das können wir natürlich auf unser Ass legen. Genauso wie wir das Ass nach oben legen können. So, jetzt kommt unsere letzte Karte. Ein König. Wie cool, den können wir natürlich gleich hier oben hinlegen. So, leider können wir jetzt nichts mehr legen. Das heißt, die Karten werden ohne zu mischen in die Hand genommen und umgedreht. Da wir gerade eben schon Karten aus dem Deck rausgetan haben, haben sie sich wahrscheinlich umgedreht und wir haben andere Karten oben, die wir eventuell legen können. Die 10. Leider nein. 9. Nein. Einen Buben. Nein. Eine 3. Perfekt. Die passt. Genauso wie die darunterliegende Dame. So, wie ihr jetzt seht, haben wir wieder einen ganzen Stapel, den wir rüberlegen können. Etwas Platz machen und wir legen den Buben mit all seinem Zeug darüber. Bube, 10, 9, 8, 7. Karte aufdecken nicht vergessen. Eine weitere Dame. Als nächstes legen wir die 8. Der Bube auf die Dame. Oh ja, wir haben das Ass. Perfekt. Und die 2. Weiter geht's. So, jetzt können wir den Stapel mit der 7 drüben auf die 8 legen. 7, 6. Aufdeck nicht vergessen. Und die 5. Die passt auch darüber. Perfekt. Weiter geht's. Ein König. Der kommt natürlich sofort hier rüber. Und noch ein König. Jetzt können wir die Dame und den Buben auf den König legen. Aufdecken nicht vergessen. Eine 6. Perfekt, die passt auf unsere 7 hier drüben. Aufdecken. Dame. Auf unseren König. Und eine weitere 7. Die können wir nicht legen. Also decken wir weiter auf. Eine 4. Die passt. Die 3. Passt. Die 4 von hier? Natürlich. Und jetzt hat die 5. So. Weiter wird aufgedeckt. Eine 2. Die passt auf unser Ass. 3 auch. Genauso wie die 4. Wow, es läuft wirklich gut. So, jetzt haben wir eine 10. Die passt natürlich hier rüber. Und den Buben auch. Durch die 10 können wir die 9 legen. Genauso wie die 8. Die 7 können wir hier rüberlegen. Der König kann also mit seinem ganzen Stapel darüber rutschen. Die Karte wird aufgedeckt. Und eine 6. Perfekt, die passt hier rüber. Gut, jetzt werden die Karten wieder genommen und umgedreht und weitergelegt. Eine 10 passt auf unsere Buben. 5 auf die schwarze 6. 8 scheinbar nein. Und was haben wir hier? Eine 9. Dadurch können wir auch unsere 8 legen. Wie ihr seht, haben wir jetzt keine Karten mehr auf dem Handstapel. Was wir jetzt tun können, ist erstmal den Stapel hier rüberlegen. Und jetzt ist das Ganze schon gelöst. Das seht ihr vielleicht noch gar nicht. Aber wir können jetzt alle Karten von hier unten nach oben legen. Hier die 5 auf den Stapel. Diese 5 auf den anderen Stapel. Die 6 passt auch. Genauso wie die 6 von hier. Die 5 von hier? Natürlich. Die 6? Klar. Andere 6. Und weiter geht's. So, gleich sind alle Karten sortiert. Die letzten paar. Erster Stapel ist fertig. Zweiter Stapel. Dritter Stapel. Und der vierte. Alle Karten sind sortiert. Gewonnen! Herzlichen Glückwunsch! Leider ist nicht jedes Spiel so schön wie dieses.
Aber falls es mal nicht aufgeht, lasst euch nicht entmutigen. Einfach mischen und neu anfangen. Ich wünsche euch echt viel Spaß beim Ausprobieren. Das ist wirklich eine super Beschäftigung für Regentage. Einfach wenn man mal alleine ist, was ausprobieren will, Spaß haben will. Es ist eine super Meditation. Ich rate euch wirklich, dem Ganzen mal eine Chance zu geben, es ohne Bildschirm zu machen und einfach analog mal zu probieren. Ich wünsche euch wirklich viel Spaß. Habt ihr Fragen zu dem Spiel? Oder habt ihr ein Spiel, was ihr schon immer mal ausprobieren wolltet, aber nie wusstet wie? Schreibt es in die Kommentare. Ich kann schauen, ob ich ein Erklärvideo dazu mache. Sicher cool. Also alles in die Kommentare, was euch beschäftigt. Und Likes finde ich auch gut. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like. Falls nicht, dann halt ein Dislike. Passt beides. Ciao, eure Ferienfreizeit.